zum ersten Mal richtig gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, war nach dem Abitur. Von heute auf morgen steht man da und wird so ein bisschen ins Leben geworfen, muss sich entscheiden, was mache ich jetzt beruflich, wie geht alles weiter, Zukunftsängste, Existenzängste. Ich habe das dann gemerkt, dass ich einfach morgens aufgewacht bin und direkt geht das Gedankenkino los. So direkt kommt diese Negativspirale, ich schaffe das alles nicht, ich will nicht aufstehen, das wird mir gerade zu schwer. Dann bin ich nervös geworden, habe teilweise angefangen zu zittern, zu schwitzen. Den Fuß vom Bett runter zu heben, war mir schon zu viel. Auf Toilette zu gehen, war mir zu viel. Was zu essen, war mir zu viel. Ich war durchgehend nervös und unruhig. Aber auf der anderen Seite hatte ich gar nicht die Kraft, irgendwas zu machen. Hi, ich bin Jonas, ich bin 27. Ich habe eine Depression und eine bipolare Störung und bin seit mittlerweile 7 Jahren auch in Therapie. Mit mentaler Gesundheit bin ich eigentlich super wenig in Berührung gekommen. Also das erste Mal so richtig eigentlich, als ich 17, 18 war, als ich dann erfahren habe, dass mein Vater schon seit Jahren eine Angsterkrankung hat. Da habe ich mich dann so nach und nach mit beschäftigt und halt irgendwie sensibilisiert. Hab das auch viel mitbekommen, dass er halt irgendwie länger im Bett lag, nicht aufstehen konnte. Zuerst habe ich versucht, das mit meiner mentalen Gesundheit alleine mit mir auszumachen. Aber dadurch, dass ich halt meinen Vater hatte, der selber eine psychische Erkrankung hat, habe ich da halt auch direkt Support bekommen und er hat es halt irgendwann auch gemerkt. Und ich werde diesen Spruch niemals vergessen, den er zu mir damals gesagt hat. Er hat gesagt, Jonas, mach was. Du willst nicht, dass es so schlimm wird wie bei mir. Die Unterstützung, die hat in erster Linie so ausgesehen, aber wir haben das versucht, eben da zu sein, zuzuhören, viel zu reden, viel Verständnis aufzubringen und ihn dann eben auch dazu zu bewegen, dass er sich professionelle Hilfe sucht. Man möchte einfach nicht, dass das eigene Kind eben sowas durchmachen muss, sowas erlebt, weil wenn man die Erfahrung selber so ein bisschen gemacht hat, da weiß man halt, wie mies es einem gehen kann. Der Punkt, wo die Belastung, sage ich mal, am größten war eigentlich, als ich ihn dann im September 2015 in die Klinik gefahren habe. Er hat dann nochmal 6 Wochen Klinikaufenthalt gemacht. Und das war so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das war für mich mental nicht gut. Ich weiß noch, dass wir dann, als wir in der Klinik waren, das war so ein ganz weirder und kurzer Abschied. Wir waren auf dem Parkplatz, er ist ausgestiegen, Koffer ausgeladen, hat gesagt, ja, ich muss jetzt schnell rein und haben uns kurz umarmt und dann bin ich eigentlich schon gefahren. Meine erste Diagnose war dann eine Depression mit einer generalisierten Angststörung, also einfach eine allgemeine Angststörung, eine allgemeine Angst vor Alltagsdingen. Wir sind jetzt gerade bei mir im Studio. Ich habe nämlich ein eigenes Tonstudio hier in der Innenstadt von Saarbrücken. Genau, in dem ich halt als Produzent arbeite, an meiner eigenen Musik arbeite. Ja, so mein Safe Space. Ich komme hier rein, mache die Tür zu und dann gibt's eigentlich fast nur Musik. So, dann ist alles andere irgendwie erstmal unwichtig. Ich kann mich mit dem beschäftigen, was ich halt geil finde, was mir Spaß macht und mich halt einfach komplett darauf konzentrieren. Wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und ich merke, okay, ich komme jetzt wieder in diese Gedankenspiralen rein, dann hilft mir das halt brutal viel, wenn ich dann einfach die Gitarre nehme und spiele und singe oder auf der anderen Seite halt auch Songs schreibe darüber. Das ist halt ein bisschen wie ein Tagebuch. Ich wollte schon immer was mit Musik machen und mir war auch klar, dass ich Musik studieren will. Und ich habe dann im April 2016 einen Platz für Musikmanagement bekommen hier in Saarbrücken. Und das war für mich natürlich so geil, jetzt habe ich doch eine Perspektive. Am Anfang vom Studium war ich eigentlich relativ happy, weil ich gemerkt habe, okay, es geht in die richtige Richtung. Das hat sich sehr schnell gekippt im ersten Semester schon. Und habe dann eigentlich gedacht, okay, ich sollte vielleicht doch nochmal nach was anderem gucken. Dann kam aber wieder die andere Seite aus mir raus, die gesagt hat, nee, du hast jetzt was, zieh es jetzt durch, nochmal woanders hinziehen, nochmal was Neues anfangen, war mir dann auch zu viel. Dann habe ich gedacht, okay, dann zieh es halt durch. Aber da hatte ich eigentlich schon Bauchweh, weil ich keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Es hat mich so belastet, mich irgendwie jeden Tag mit was zu beschäftigen, was mir eigentlich auf gut Deutsch komplett am Arsch vorbeigeht.
ich habe dann irgendwann entschlossen, dass ich halt dieses Studium einfach jetzt schneller durchziehe und habe dann unfassbar viel Kurse gehabt, viel zu viel eigentlich. Habe noch gearbeitet nebenbei, es kamen noch Beziehungsprobleme dazu und da ging es dann wieder stark bergab. Das Problem ist halt auch immer so, ich habe das vorher nicht gemerkt, dass es mir schlechter ging. Das baut sich dann alles so nach und nach auf und irgendwann kommt halt so der Peak und dann ist alles vorbei. Wir waren bei einem Freund zu Hause, waren danach noch hier im Viertel was trinken. Ich glaube um 3 Uhr oder so war ich dann zu Hause und es war so der Moment, wo seit Wochen mal alles stillgestanden hat. Ich war sonst nur unterwegs, ich habe nur gemacht, mich betäubt, abgelenkt. Und das war so der eine Moment, wo alles still war. Und in diesem Moment kam halt alles hoch, was ich vorher unterdrückt habe. Und das war mir viel zu viel. Da hat mein Kopf ausgeschaltet, stand komplett neben mir, ich war einfach weg. I am colorblind. Coffee black and egg white. Es war dann so, dass ich nachts noch in eine WhatsApp-Gruppe von Freunden eine komische Nachricht geschickt habe und dann ist eigentlich das Erste, was ich vom nächsten Tag weiß, dass die Feuerwehr meine Tür aufgebrochen hat, bei mir am Bett stand. Das Erste, was ich gehört habe, war, ja, er ist ansprechbar und ich war dann auf der Intensivstation und ich habe super viel geweint. Ich habe mich so scheiße gefühlt. Als dann ankam, was gerade passiert ist bei mir, so habe ich mich brutal geschämt, weil ich auch irgendwie wusste, ich wollte nicht sterben. Und am Tag drauf ging es dann halt in die Psychiatrie. Ich kam erstmal da an und war erstmal auf der geschlossenen Station, hatte da mein Aufnahmegespräch, weil die halt auch nicht wussten, inwieweit ich noch eine Gefahr für mich selber bin. War aber dann zum Glück relativ schnell klar, dass ich halt auf eine offene Station kommen kann und dass ich halt erstmal da bleiben werde. Also ich weiß noch, als ich dann in meinem Zimmer war und der Stationsarzt vorbeikam und gesagt hat, hey, wir sollten es mal mit Medikamenten probieren, war ich erstmal so, danke, sehr ungern, will ich eigentlich nicht. Und dann hat sich aber halt in ein paar Sätzen rauskristallisiert, dass es halt vernünftiger wäre, das mal auszuprobieren, weil die natürlich erstmal eine Grundstabilität aufbauen. Und ja, dann im Prinzip einen festen Tagesablauf mit Therapien. Wir sind gerade auf dem Weg zu meiner Therapeutin, da gehe ich einmal die Woche hin. Angefangen mit der Therapie habe ich vor ziemlich genau 7 Jahren. Da hatte ich meine erste Therapeutin in Trier, habe in der Zwischenzeit öfter gewechselt und bei meiner jetzigen Therapeutin bin ich jetzt seit Ende Oktober. Wenn es mir gar nicht gut geht, dann habe ich auch oft echt keine Lust und keine Kraft, wobei es ja genau dann eigentlich wichtig wäre. Und wenn es mir gut geht, gehe ich ganz oft hin und denke mir, ey, worüber soll ich denn jetzt überhaupt reden? Es geht mir doch gut, aber es gibt immer was zu bearbeiten auf jeden Fall. Was war denn da, vielleicht auch so aus der letzten Sitzung, was wichtig war jetzt? Also ob Medikamente mit ins Spiel kommen und am Ende auch hilfreich sind, ist, finde ich, ist total individuell auch. Ich finde es immer total wichtig, erstmal auch die Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, die viele Menschen haben, auch im Zusammenhang mit Medikamenten. Die Studienlage sagt, Medikamente und Therapie in Kombination ist oft sehr, sehr hilfreich. Aber ob das im individuellen Fall immer hilft, muss man gucken. Ich finde es immer wichtig, zum einen zu sagen, das sind keine Medikamente, die jetzt irgendwie die Persönlichkeit verändern oder schwer abhängig machen oder so einen Kontrollverlust oder so bescheren, sondern im besten Falle ist es einfach wie eine weitere Säule. Jonas ist schon enorm therapieerfahren. Von daher, glaube ich, wird es für uns darum gehen, zu schauen, wie können wir stabilisieren, was einfach schon gut aufgebaut wurde. Und wie können wir aber auch weiter gucken, dass Krisen, wenn sie entstehen, und es wird wahrscheinlich immer wieder auch welche geben, dass dieser Absturz nicht so fatal wird. Also damit dann letztendlich offener umzugehen, habe ich erst vor 2,5 Jahren entschieden. Und zwar war das in einer Zeit, wo es mir einfach noch mal schlechter ging. Ich konnte nicht viel arbeiten gehen und habe mich halt
einfach krank gemeldet. Ich habe gesagt, ich bin erkältet. Man hat dann halt irgendwann über die Jahre sich so ein paar Notlügen irgendwie überlegt, weil man es halt nicht direkt so thematisieren will. Und das hat mich irgendwann total genervt. Die Reaktionen darauf haben mich erstmal super bestärkt, weil ich halt gemerkt habe, ich stoße nicht auf Ablehnung. Das war für mich das Zeichen, okay, alles klar, dann kann ich das jetzt nach und nach immer mehr darüber erzählen, immer offener sein. Ich erinnere mich noch an eine Nachricht, das war von einem ganz entfernten Bekannten, den ich vor 10 Jahren in Trier 2-3 Mal gesehen habe, der mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, du bist der Grund, warum ich jetzt in die Klinik gehe. Und es hat mich brutal gefreut einfach und mir gezeigt, okay, ich mache es genau richtig und genauso mache ich weiter. Ich habe mich dann dazu entschlossen, weiter Sachen zu posten und da bin ich dann an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe hier gekommen und dann habe ich da mit einem von den Therapeuten halt gequatscht und der hat gesagt, hey, mach doch eine Selbsthilfegruppe auf für Depressionen und Ängste. Die Nachfrage danach ist riesig, wir bräuchten noch eine neue und da habe ich gesagt, alles klar, go. Jesko war so der erste Mensch hier, dem ich halt auch von meiner Krankheit intensiver erzählt habe. Und ja, das war jetzt vor 6,5 Jahren. Ich weiß noch, dass Jesko fast unbeeindruckt war, in einem positiven Sinne. Ich war total nervös, total angespannt und wusste halt auch nicht, wie er darauf reagiert. Und im Prinzip habe ich dann gesagt, so, ja, ich habe eine Depression, ich mache Therapie. Und er so, ja, ist doch gut. Jonas ist für mich ein sehr besonderer Mensch, weil er unfassbar empathisch ist. Also er kann sich in sehr viele Situationen hineinversetzen, die dich betreffen und ist halt für dich da. Also egal was ist, ich kann ihn immer anrufen und er sagt, ja klar, komm vorbei. So, wir quatschen darüber, bring noch Bier mit oder irgendwas anderes und dann wird darüber geredet. Die Tiefpunkte meiner psychischen Karriere waren auf jeden Fall nach dem Abitur dann, Sommer 2020, durch Corona, Lockdown und so weiter. Das hat natürlich für noch mehr Belastung gesorgt, das habe ich halt schon auch gemerkt. Das ist so ein bisschen wie, wenn du gehst, dann setzt du einen Fuß von den anderen und das ist komplett automatisiert. So, da denkt man nicht drüber nach. Aber bei mir war es dann halt so, ich denke dann drüber nach. Ich weiß nicht, wie ich jetzt den einen Fuß von den anderen setzen kann. Ich kann mich noch an eine Situation ganz genau erinnern, in der Jesko dann direkt am Start war. Und zwar war das letztes Jahr im März, als es mir so schlecht ging. Als Jonas Ex-Freundin mir geschrieben hat, das war abends, ich war eigentlich schon im Bett. Und dann habe ich halt eben gesehen, hey, hast du Kontakt zu Jonas, wie geht's ihm? Und da habe ich mir natürlich, also sind die Alarmglocken sofort angegangen, habe ich mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich erst lange überlegt, ob ich das machen soll, vorbeikommen soll oder nicht. Habe mich aber im Endeffekt dann dafür entschieden, dahin zu gehen. Und ich glaube, es war auch was ganz Gutes, weil in dem Moment hätte ich ihn nicht gerne allein gelassen. Und dann war es ganz gut, dass er Gesellschaft hatte, auf jeden Fall. Da habe ich dann halt wieder Medikamente genommen und meine Psychiaterin hat wirklich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, das machen wir jetzt mal ein paar Jahre. Ich will nicht mein Leben an die Krankheit anpassen, sondern ich will meine Krankheit an mein Leben anpassen. Ich will mein Leben so führen, wie ich das will und dann soll diese scheiß Krankheit sich halt bitte danach richten und dann werde ich halt das alles irgendwie so wandeln, dass das klappt. Ich hatte im Sommer einen Job als Musiker auf dem Kreuzfahrtschiff, was total geil war. Da habe ich mich um alles alleine selber gekümmert und dann steht man einfach danach und kann zurückblicken und kann halt sagen, ey, das hast du gerade einfach komplett alleine geschafft. Das größte Vorbild für mich ist eigentlich mein Vater. Einmal dadurch, dass er halt auch seine Angsterkrankung hat, damit seit 30 Jahren oder so zu kämpfen hat. Und auf der anderen Seite halt auch wegen der Musik, weil er auch Musiker ist, Musiklehrer und ich halt dadurch an die Musik gekommen bin. Einer der wichtigsten Punkte, die ich halt gelernt habe von euch, dass man sich hinsetzt und drüber redet. Und das haben wir ja eigentlich immer versucht irgendwie zu machen. Für den Jonas wünsche ich auf jeden Fall, dass er das beruflich so hinkriegt, wie er es vorhat und dass er Erfolg hat, auch mit seinem Musikprojekt auf jeden Fall. Er kann auch unglaublich stolz auf sich selber sein, weil er eben da unglaublich viel halt schon geschafft hat und auch konsequent seinen Weg geht. Wahrscheinlich wird uns diese Krankheit nie komplett loslassen. Ich hoffe, dass das lange so bleibt, dass die schlechten Phasen, sage ich mal, kurz bleiben oder wenig und nicht so heftig werden, wie sie schon mal waren. Und dass unser Verhältnis genauso bleibt, wie es ist. Mir fällt das
generell sehr schwer zu sagen, ich bin stolz auf mich, aber wenn ich Punkte nennen müsste, dann auf jeden Fall, dass ich das mit der Musik weiterverfolgt habe und dass ich mein Studium trotzdem durchgezogen habe. Ich war immer an einem Punkt, wo ich gedacht habe, lass es sein, aber ich bin jetzt an meiner Bachelorarbeit dran und es wird ein absolut geiles Gefühl sein. Generell würde ich Menschen, die jetzt das Gefühl haben, hey, irgendwie erkenne ich mich ein bisschen wieder, würde ich, der erste Tipp, den ich immer gebe, ist, redet drüber. Wenn ihr irgendwie ein stabiles Umfeld habt, bei mir war es halt die Familie, dann redet drüber. Wenn man merkt, es geht vielleicht nicht mehr, ich schaff's vielleicht nicht mehr, Hilfe suchen, so früh wie möglich. Menschen, die irgendwie mit Betroffenen zu tun haben, würde ich auch sagen, immer ein offenes Ohr haben. Man kann einen Menschen nicht aus dem Loch rausziehen. Man kann unterstützen dabei, aber man muss es eigentlich aus eigener Kraft schaffen. Und deshalb würde ich wirklich raten, einfach seid für die Menschen da. Du willst in dem Moment jemanden haben, der neben dir sitzt, dich an der Hand nimmt und sagt, wir sitzen jetzt einfach zusammen die Scheiße aus. Oh yeah.